Auf die Schnelle. Da sind zwei Dinger noch. Ich glaube, man brauchte zwei und zwei für die Supportpunkte. Und die Musik ist immer noch so schön. Ne? Ja. Was hat er denn hier noch gerade? Hülle der Finsternis, Garde. Ein rätselhafter, pechschwarzer Bogenschütze. Er verwandelt innerhalb einer bestimmten Zeitspanne seine Waffe in ein Schild, der Schaden abhält und erhält während dieser Zeit auf Kosten von LP einen Angriffsbonus, nachdem seine Angriffe Figuren im Schutz von Schilden getroffen haben. Der Angriffsbonus, den die Hülle der Finsternis, Garde auf diese Weise erhält, ist mehrfach stapelbar. Klingt nervig. Waren sie ja eben auch. Hülle der Finsternis, Formationszerstörer. Ein rätselhafter, pechschwarzer Lanzenträger. Seine Angriffe setzen auf Kosten von LP-Heilungswellen frei, die LP von sich selbst und von der Hülle der Finsternis in der Nähe hervorlaufend wiederherstellen, nachdem seine Angriffe Figuren im Schutz von Schilden getroffen haben. Dieser Heileffekt ist mehrfach stapelbar. Also sind die effektiv gegen ja, genau, Ito. Effektiv vor allem gegen Leute, die Schilde benutzen. Da bin ich aber mit Zhongli vor allem immer groß dabei. Yay. So, sag mir bitte, dass ich genug Zeug dabei habe, um... Ah. Um das Ding da freizuschalten. Ja. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt wieder zurück. Und können Zumi wahrscheinlich ansprechen. Ach nee, wir müssen auf die nächste Insel. Okay. Zum nächsten Teich. Kriege ich schon eine Belohnung oder warum sagt er mir hier ein Ausrufezeichen? Oh ja. Loot, loot, loot tut gut. Einmal aufladen und dann rüber. Ich verstehe halt nicht, warum sie es tatsächlich so als Timegate gemacht haben, warum sie es nicht einfach so reingepackt haben. Oh, Moment. Ich muss erstmal den Kasten wieder aufladen, sehe ich gerade. Oder? Ach komm. Machen wir so. Ich verstehe das halt nicht ganz, weil es ist ja jetzt auch kein kleiner Storyteil, scheinbar, so wie es klingt, sondern schon ein bisschen mehr. Ähnlich vom Prinzip her wie damals die Official Story Quest, die es gab, die ich tatsächlich leider verpasst habe. Weil ich habe irgendwann erst im November oder so, glaube ich, angefangen mit dem Spielen und dann nochmal ab und zu mal so ein bisschen und die kam, glaube ich, kurz davor oder so und es war auch zeitlich begrenzt. Deswegen ich die nie gespielt habe und nie spielen werde, wo beispielsweise auch so wichtige Charaktere wie Scaramouche aufgetaucht sind. Und das verstehe ich halt nicht so ganz, warum man das dann zeitlich begrenzt, wenn man es auch einfach drin lassen kann. Und das ist halt umso mehr für die Spieler, die dann da entdecken können und
Storys erfahren können, etc. pp. Aber naja, vielleicht kommt es ja irgendwann alles nochmal wieder zurück. Vielleicht ändern sie ja mal ihre Herangehensweise, es wäre schön. Also wirklich dran glauben tue ich im Moment nicht. Ah. Wie viel Zeug? Isa! Es ist immer so eine Art zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es irgendwie was Gutes, dass man länger braucht dafür. Auf der anderen Seite ist es dann wieder was Schlechtes. weil man länger braucht dafür. Ha! Na. Kasten hat keine Energie mehr. Das scheint mir aber nichts an der LP abzuziehen oder so. Hätte gedacht, ich verliere jetzt dementsprechend LP, aber nö, scheinbar nicht. Jetzt ist die Frage, soll ich darüber hüpfen oder... Wenn ich da keine Kursionsdingens habe, ne, ich muss glaube ich erstmal wieder hier zurück. Wenn ich diesen Kasten nicht wirklich benutzen kann, dann kann ich da natürlich auch nichts freischalten an einsammelbaren Zeugs hier, um dann dementsprechend die Dinger da, die Portpunkte und so weiter freizuschalten. Das meine ich halt damit. Das ist schon ein bisschen aufwendiger, was jetzt erstmal nicht so das Ding ist. Aber... Dafür, dass es dann, wie gesagt, time-gated ist, ist es dann meiner Meinung nach wieder zu aufwendig. Also ein bisschen, Wir hätten es einfach so drin lassen sollen. Einfach als Story-Teil. Wir hätten es ja theoretisch mit Enkanomie einfach verknüpfen können. Mit der Story. Und dann als normalen Story-Part mit reinpacken können, aber... War wohl zu viel gewesen für sie. Was ist das denn? Eine Prüfung? Na, ich richte mich erstmal nach dem Storyteil. Muss mal gucken, wie weit ich da storytechnisch heute noch komme. Aber ich muss öfter mal, wenn ich in Enkanomia bin, die Musik anmachen. Weil normalerweise spiele ich tatsächlich ohne, also spiele ich hauptsächlich nur mit den Effekttonen. Da komme ich von hier aus rüber wahrscheinlich noch nicht. Und habe die Stimmen etc. und die Musik aus. Was um die Musik eigentlich recht schade drum ist, weil die ist echt schön. Ah, ich glaube, das schaffe ich nicht. Komm, Jongli, mach dich lang. Aber die Stimmen gehen einem nach einer Weile dann halt doch schon tierisch auf den Keks.
Ha, ganz knapp. Vor allem, wenn einer wie Ito oder sowas einen gefühlten Roman erzählt, jedes Mal alle 30 Sekunden oder so. Shintendochi! Jetzt kommst du hier nicht hoch, oder? So. Deswegen habe ich da meistens den Kram aus, weil kennt man ja auch selbst, ne? Wenn man doddelt, wenn man ein bisschen zockt, dann hört man auch seine eigene Musik nebenbei und dann noch die Game-Musik dabei. Das ist dann beißt sich so ein bisschen. Ich bin auch mal gespannt, was in Zukunft so kommen wird. Wir sind ja jetzt bei 2.5. Ich glaube, in 3 Wochen kommt ja dann schon 2.6. Und ich glaube, soweit man das rückblickend auf die ganzen Updates davor machen kann, geht es dann wahrscheinlich nur bis 2.8. Und dann springen sie direkt auf 3.0 mit Sumeru, mit dem neuen Gebiet, was dann irgendwie kommt. Wo dann hoffentlich der eine Charakter, auf den ich so scharf bin, der Sino, mit 3.0 kommen wird, wobei ich tatsächlich es sogar noch besser finden würde, wenn er mit 3.1 kommt, weil dann könnte ich noch mehr Wünsche auf ihn sparen. Ich guck mal, dass ich erstmal den Portpunkt da kriege. Nein! Oh, ganz vergessen hier. Auf den spare ich ja schon die ganze Zeit, seit ein paar Wochen. Ich glaube, ich bin jetzt bei 130 wünschen oder so. Ja, 130. Ich habe tatsächlich überlegt, je nachdem wie er weiß, ich weiß natürlich nicht, wie sein Kit ist und so weiter, aber je nachdem, wie er von den Skills her und so weiter ist, wieder von der Playart ist, ob ich ihn dann auf C6 versuche oder nicht. Das hängt davon ab. Ich würde auf jeden Fall schon mal so weit sparen, dass ich ihn vielleicht C6 machen könnte. Weil vom Charakterdesign her gefällt er mir halt schon sehr. Und wenn er dann noch von der Spielart und so ein Schadensdealer ist oder sowas, das wäre cool. Und von den Skills ja auch super ist, dann würde ich da versuchen, auf C6 zu gehen. Oder zumindest schon mal C4 oder sowas. Das wäre auch schon mal cool. Und natürlich seine Waffe dann irgendwie auch zu kriegen. Ach, mir werden jetzt auch die Kisten angezeigt oben links. Nice. So, ich brauche Pflanzen. Den Portpunkt freischalten. Auch. Gestrüpp. Wo ist Gestrüpp? Zwar schön, dass die auf der Karte angezeigt werden, aber so wirklich deutlich werden sie dann wohl doch nicht angezeigt. Wobei, den Portpunkt hier brauche ich eigentlich noch gar nicht. Weil ich jetzt ja sowieso erstmal rüberhüpfe auf die andere Seite. Ans andere Ufer. Diese kleine Insel da drüben. Ah, wobei, jetzt habe ich schon wieder 2 gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch einer. Den können wir es doch noch machen. So. Den nehmen wir auch noch mit. Aktivieren wir einmal den. Oh. Erreicht zum Freischalten Stufe 6. Das ist dann... Ja. Jetzt kommen wir nochmal zum Timegaten zurück. Das ist dann auch nervig, wenn du dann erstmal der Storyquest, sag ich mal, folgst. Und dann aber teilweise Sachen nicht machen kannst. Weil dann durch sowas das blockiert wird. Und dann noch dann, wie gesagt, das Timegating dazu. Da bin ich dann, wie gesagt, gar kein Freund mehr von, weil... Dann wirst du nicht, sag ich mal, nur animiert dazu, es aktiv zu spielen, sondern du wirst tatsächlich dazu gezwungen. Und das ist unschön, um es mal so zu formulieren.
Weil ich bin halt jemand, der jetzt auch nicht immer Bock auf Genshin hat. Na, kommst du wieder raus. Und dann auch mal solche größeren Events, auch welche, die jetzt halt vertont sind, die mache ich eigentlich immer im Stream. Story-Events oder Story-Quests. Und das ist dann ein bisschen blöd, aber wenn das so zeitlich begrenzt, zeitlich gebündelt ist und du gezwungen bist, dann ins Game zu hüpfen, um da die Quest durchzuballern. Vor allem dann irgendwann auch für Neulinge halt blöd, ne? Wenn jetzt einer dazukommt, keine Ahnung, sagen wir mal, es sind jetzt so in einem, anderthalb Jahren sind Tsuguru und Fontaine als nächste Gebiete auch drin. Und dann kommst du als ganz neuer Spieler ins Game und hast dann beispielsweise ein Event, so wie jetzt mit Enkanomiya, wo du dann aber nicht dran teilnehmen kannst, auch wenn es irgendwie 30 Tage geht, aber du kannst nicht dran teilnehmen, weil du erstmal eine halbe Ewigkeit grinden musst oder durch die Storys durchballern musst, um überhaupt bis zu den Gebieten vielleicht zu kommen. Und wenn du es dann geschafft hast, dann sagt das Game, ja, sorry, 30 Tage sind um, Event ist vorbei, Pech gehabt. Also diese normalen, wie gesagt, wie mit diesem Bartender-Event, das ist wieder was anderes, weil das ist halt so eine Nebensache. Aber solche wie hier jetzt, die tatsächlich wirklich aktiv mit der Story zu tun haben und in die Story eingreifen und mehr Wissen über die Story vermitteln, das dann so zu timegraden, mag ich gar nicht. Lassen wir jetzt mal noch. Oder was ich jetzt tatsächlich auch vermute, dadurch, dass hier jetzt bei den ganzen Portpunkten schon überall stand von, oh, ich hab den ganzen Sound gebraucht. Dass da schon überall stand von wegen hier ab Stufe 6 verfügbar. Dass ich jetzt gar nicht weiterkomme, bevor ich nicht irgendwie farme, so ein bisschen. Ach, die kriegt jetzt so. Die krieg ich jetzt so auch nicht kaputt. Die krieg ich jetzt aber auch nicht kaputt, weil ich das Ding jetzt nicht hab. Der Kasten, der ist ja auf Null. Aber nichts zum Aufladen irgendwo. Manchmal stehen hier so Teile drum. Da ist das für den. Kann ich die vielleicht wenigstens schon mal. Ach nee, kann ich wahrscheinlich auch nicht. Doch. Okay, die kriege ich schon mal frei. Was ist das jetzt hier? Das ist der. Welcher ist das? Mittlere, obere? Mittlere. Kann ich den da schon mal einstellen? Das Symbol ist da gar nicht drauf. Ach doch, das ist das wahrscheinlich, ne? Ja, ist ein bisschen abgehackt. Okay, dann kann ich die zumindest vielleicht noch freischalten. Vielleicht kriege ich den Turm tatsächlich schon mal fertig. Ah, nee, kriege ich nicht. Ich glaube, ich musste von diesen, diesen Dingern, wie diese komischen Ritter, die da eben waren, von denen ich gerade abhauen musste, da muss ich die Drops für bekommen, um die freizuschalten, die in einen Turm von diesen Minitürmen. Befürchte ich jedenfalls. Wenn dem so ist, dann werde ich sonst von der Story. Ja, genau, hier. Dann werde ich von der Story hier erstmal eine kleine Pause machen, beziehungsweise eine Streampause machen.
Und werde dann in einem späteren Stream, wenn ich soweit bin, die Story wieder aufgreifen und werde da dann weitermachen. Das wird dann wahrscheinlich nächstes Wochenende sein. Muss ich mal schauen. Oder je nachdem, wann ich frei habe die Woche. Ah, den kriege ich auch noch frei. Gut. Dann kann ich den auch noch einstellen. Das ist jetzt der obere, ne? Ja, dann muss ein, ne, zwei weiter wahrscheinlich. Oder? Ne, ein weiter. Passt. Gut. Ja, und den dritten muss ich dann bei Zeiten aktivieren und da dann weitermachen. Kriege ich hier noch, kann noch Belohnung einsammeln, glaube ich. Jo. Ein bisschen noch. Kann ich auch noch den Dingens um einen Level erhöhen, glaube ich. Machen wir auch noch mal schnell und dann werde ich mich fürs Erste verabschieden. Ja. Einmal holen. Dann haben wir den auch direkt aufgefüllt. Und einmal ein Level hoch. Zack. So. Haben wir das auch. Und dann würde ich sagen, war es das für den Moment. Waren ja auch ganz gute 2 Stunden wieder. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Werden wir dann mit der Story ein bisschen weitermachen. Ich werde jetzt offscreen, werde ich die Türme freischalten. Also die Bereiche hier oben, weil das ist, glaube ich, im Stream relativ langweilig. So dass ich dann bis zu dem Punkt, wo die Story weitergeht, beim nächsten Mal wieder ansetzen kann. Und dann gucken wir mal, was da aus Inkonomia so wird und was uns da erwartet und was hinter der Maske von der Tsumi vielleicht auch versteckt ist. Mal gucken. Bis dahin würde ich mich dann erstmal verabschieden. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe, euch hat das gefallen und wünsche euch dann einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wann das hier geschaut wird. Und ja, bis dahin. Tschüss.